Darmstadt TV, nach langer Zeit mal wieder Winterpause vorbei. Florian Löwer. Ja, hallo. Ja, dann fangen wir doch mal einfach an. Vorbereitung, wie lief sie oder wie läuft sie? Ja, Vorbereitung lief so den Umständen entsprechend eigentlich ganz gut. Für eine Wintervorbereitung auf jeden Fall. Ein Spiel gegen Riesenbeck musste zur Halbzeit abgebrochen werden beim Stand von 1-1, weil zu viel Schnee lag und das zu gefährlich war. Und ja, der letzte Test jetzt letzte Woche Samstag wollten wir eigentlich noch gegen Hallen testen, musste leider auch ausfallen. Noch ein bisschen, ja, finde ich ein bisschen unglücklich, so der letzte Test vorm ersten Meisterschaftsspiel morgen Sonntag, hätte nochmal wirklich so die Startelf auf den Platz gebracht und uns nochmal richtig drauf eingestimmt. Das hätte ich eigentlich noch für recht wichtig empfunden. Aber kann man nichts machen, in der Wintervorbereitung muss man da immer mit rechnen. Spiel Sonntag, es steht ja auch noch auf der Kippe, muss man auch schauen, ob es stattfinden kann. In Saarberg kein Kunstrasenplatz und ja, auch kein Ascheplatz, also nur auf Rasen möglich. Ich habe eben gesehen, in Hallen, das Spiel wurde bereits abgesagt. Mal schauen, wie das Wetter ist und ob wir da spielen können. Ansonsten ein paar gute Testspiele gehabt, richtig gute Trainingseinheiten gehabt mit guter Trainingsbeteiligung. Das war alles sehr gut. Ja, dann haben wir ja neuen Spieler. Wie macht der sich so? Ja, David Lindemann hat sich schon gut zeigen können, ist auch deutlich stärker, als wir es erwartet hatten sogar. Und ja, haben wir jetzt zwei, dreimal als Innenverteidiger getestet, aber auch schon auf der linken Außenverteidigerposition. Und wo er mir auch sehr gut gefallen hat, war jetzt beim letzten Testspiel gegen Langenberg auf der Sechserposition. Macht da gut Druck, ist gut in den Zweikämpfen und hat auch einen guten linken Fuß und Passspiel stimmt. Ein bisschen muss man noch so an der Abstimmung arbeiten, aber das ist auch normal. Wird jetzt nicht beim ersten ein, zwei Spielen in der Startelf sein, eben dadurch auch bedingt, dass er in Paderborn studiert und nicht jede Trainingseinheit mitmachen konnte. Aber ja, auf jeden Fall wird er noch wertvoll für uns sein, da bin ich von überzeugt. Gerade jetzt, wo wieder ein paar Verletzte dazu kommen, Alex Haselup ist nur bis März da, dann geht sein Studium in Innsbruck, glaube ich, los. Innsbruck. Ja, und da brauchen wir jeden Spieler und die Verpflichtung war schon sehr wichtig. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Meisterschaftsspiel gegen Saarbrück. Was erwartet uns da? Ja, also wie gesagt, wenn es denn stattfindet, aber wir gehen davon aus, wir bereiten uns auch so vor. Saarbrück hat hier im Hinspiel eigentlich eine sehr gute Leistung gebracht. Ich glaube, wir haben erst in der 70. Minute oder so das 1-0 erzielt und hatten auch ein Spiel mit sehr wenig Torchancen für uns, was eigentlich in dieser Saison recht selten so der Fall war. Saarbrück stand halt defensiv sehr kompakt, hat aber auch nach vorne nicht so die Durchschlagskraft gehabt in dem Spiel. Allerdings muss man auch sagen, das war noch recht früh in der Saison, als wir gegen die gespielt haben. Und je länger die Saison lief, desto stärker wurde Saarbrück eben auch. Von daher glaube ich, dass uns da ein Spiel auf Augenhöhe erwartet und wir müssen wieder 100% auf den Platz bringen, um da die Punkte mitzunehmen. Das ist ganz entscheidend. Ja, das auch über 90 Minuten. Ja, dann danke ich dir für das Interview. Danke auch mal wieder. Und wir sehen uns jetzt wieder öfters. Genau. Bis dann. Bis dann.